Das ist kein fetter Lens Flare, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich stelle mich jetzt mal so hin, dann sieht man uns besser. Wow! Oh Gott. Ich stelle mich jetzt mal 5 Meter so hin, dann sind wir besser beleuchtet. Ja, wir sind mal wieder mitten in der Nacht unterwegs, weil wir total bekloppt sind. Ja, und es ist sau kalt. Warum sind wir schon wieder mitten in der Nacht bei eisiger Kälte irgendwo draußen unterwegs? Weil wir es können, ganz einfach. Was tun wir heute? Ja, krasses Musikvideo drehen. Ja, also hoffentlich wird es krass, aber die Location ist ganz cool. Genau, leuchtet da, genau. Also das ist jetzt hier. Ich guck mal gerade. Ja, jetzt leuchtet es in die andere Richtung. Ach so. Also es ist so ein ausrangierter Spielplatz hier irgendwie mitten in so einem Stadtpark. Man kann da jetzt nicht mehr draufklettern, was ein bisschen schade ist, aber das passt trotzdem vom Look her sehr gut zum Thema des Songs, weil der heißt ja Castle of Dreams. Und außerdem haben wir hier coole Lens Flares. Unsere Szenen sind fertig und der Klangcharakter schummelt gerade ein bisschen mit dem Licht, so sieht's aus. Damit ihr hinten die Location noch mal sehen könnt. Also hier einmal noch mal in komplett. Das ist jetzt das Castle of Dream geworden und jetzt müssen wir das Auto suchen und wir sind voll rot in dem Licht, das ist sau witzig. Ja. Worüber man jetzt eigentlich mal quatschen kann, du hast dir ja wieder neues Equipment geholt, wir wollen jetzt an der Stelle jetzt vielleicht noch nicht unbedingt verraten, was genau, nur dass es Objektive sind, die ziemlich krass sind. Genau. Die habt ihr auch schon bei dem Radio-Vlog und so gesehen, also vom Look her, die werden wir aber auch nochmal extra vorstellen. Wir verraten jetzt mal noch nicht, was das genau für Objektive sind, aber die sind richtig krass. Man sieht uns gerade eh nicht, weil wieder alles dunkel ist, also nachts filmen ist echt nicht cool. Aber ja, das Licht kommt ja wieder. Ihr müsst halt einen Moment warten. Genau, und jetzt ist es einfach nur saukalt, also richtig kalt. Ich habe da die ganze Zeit so mit den Händen auch schön draußen an dem kalten Castle rumgespielt und boah, also Musikvideo drehen im Winter ist ein hartes Geschäft. Ja, alles für euch. Ja, aber ja. Man will's halt, ne? Und da muss man dann durch. So, und jetzt geht's ins Warme. So, noch ein kleines Update. Wir haben uns im Stadtpark verlaufen. Ja, man muss dazu sagen, in dem Park hier war ich tatsächlich, glaube ich, noch nie. Ja. Und du auch nur einmal oder so irgendwie? Ja, so ein, zwei Mal, aber eigentlich nur an einer bestimmten Ecke und ja, deswegen ist das jetzt ein bisschen eine kleine Herausforderung. Wir haben uns verlaufen, wir wissen nicht, wo wir sind. Wenn der Vlog jetzt vorbei ist, dann sind wir hier elendig verhungert oder so. Bis leider heim. Wir sind jetzt wieder an der Drehlocation angekommen. Aber das Licht von der Taschenlampe ist cool. Ja, cool Taschenlampe. Ja, Review verlinke ich euch da oben. Schleichwerbung. Ja. So, jetzt versuchen wir es nochmal zum Auto zu kommen. Ja. Wir sind daheim angekommen und haben uns alle Aufnahmen angeguckt und was sagt der Klangcharakter? So cool. Auf jeden Fall. Wir sind guter Dinge, dass das heute erfolgreich war, glaube ich, weil da waren schon ein paar richtig coole Aufnahmen dabei. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch, wie das aussieht, wenn ich Philipp von der Autofahrt drehe. Und wir verabschieden uns an der Stelle schon mal und bedanken uns wie immer für jedes Abo, für jeden Like und für jeden Kommentar. Und jetzt viel Spaß mit den Fill-Ins und ich hoffe, ihr habt einen starken Magen. Ja, ciao, ciao.